Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich 7 einfache und sehr leicht umsetzbare Tipps, wie du mit LinkedIn-Marketing durchstarten kannst. LinkedIn hat sich in den vergangenen Jahren wirklich prächtig entwickelt. Das weltweit größte soziale Netzwerk mit Business-Fokus ist sogar drauf und dran, den Konkurrenten Xing im deutschsprachigen Bereich zu überholen. Ende 2017 durchbrach das weltweit größte berufliche soziale Netzwerk, also LinkedIn, die 11 Millionen Mitglieder Schallgrenze, also wohlgemerkt deutschsprachige Mitglieder. Da steckt also viel Potenzial für dein Marketing als Unternehmer, als Unternehmerin, als Coach, Trainer, Berater, Dienstleister. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt einsteigen. Wir sind hier jetzt also auf meinem LinkedIn-Profil und starten durch mit dem Tipp Nummer 1, nämlich dein LinkedIn-Profil anpassen und optimieren. Fangen wir mit dem Profilbild hier an. Hier empfehle ich dir ein im besten Falle natürlich professionelles Porträt, das dich deutlich zeigt. Schließlich geht es bei einer personenbezogenen Marke immer auch um den Kopf dahinter, also um dich. Es bietet sich an, hier tatsächlich das Profilfoto als Porträt zu wählen, also ein Foto, auf dem man dich tatsächlich sieht. Ein Foto, wo du jetzt zum Beispiel irgendwo stehst und man dich nicht so gut erkennt, weil es einfach zu klein ist, vielleicht noch andere Menschen, Gebäude oder sowas ähnliches sichtbar ist, das empfehle ich dir nicht. Auf jeden Fall hier ein Profilfoto, das ist in meinen Augen das Beste und aussagkräftigste. Und nutze dieses dann auch auf allen anderen Plattformen, die du nutzt, zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter und natürlich auch auf deinem Blog und deiner Website. So bekommst du eine konsistente Bildsprache hin und die Leute, die erkennen dich schneller, wenn sie dich auf anderen Plattformen sehen. Kommen wir jetzt zum Titelbild hier oben. Damit meine ich diesen Bereich hier oben, der leicht vom Profilbild überlagert wird. Auch hier gilt, dieses Bild sollte ebenfalls auf dich, dein Business und auf deine Zielgruppe abgestimmt sein. Wenn du zum Beispiel ein lokales Unternehmen wie ein Restaurant oder einen Friseursalon, einen Hundesalon betreibst, dann ist hier ein toller Platz, anderen von dieser Leidenschaft von dir für eben diese Bereiche zu erzählen. Oder nehmen wir an, du coachst alleinerziehende Mütter im Umgang mit ihren Kindern und dem Partner, dann kannst du in diesem Titelbild Szenen zeigen, die den Betrachtern eine positive und eine harmonische Stimmung vermitteln. Eben genau das, was du mit deiner Arbeit für deine Klienten, für deine Kunden, für deine Kundin möglich machst, das kannst du auch hier in deinem Profilbild widerspiegeln. Ich habe mich hier dafür entschieden, das sehr, sehr klar zu machen, also wirklich einfach nur einen kurzen Teaser, was ich anbiete, für wen ich das anbiete. Es hat hier den Vorteil, dass man das eben auch auf meinen anderen Plattformen, zum Beispiel YouTube und Facebook, genauso kennt in diesem Stil und dadurch werde ich besser wiedererkannt. Der nächste Schritt ist der sogenannte Slogan hier. Er erscheint direkt unter deinem Namen in deinem LinkedIn-Profil, wie du es hier siehst. Bei mir ist das aktuell der folgende Satz, der meine Arbeit recht treffend beschreibt. Ich biete leicht umsetzbare und effektive Content-Marketing-Strategien für Coaches, Trainer, Berater und Unternehmer. Was ich hier noch machen könnte, was ich im Moment teste, ist, das hier etwas kürzer zu machen, diesen vorderen Teil, und dann die Content-Marketing-Strategien für Coaches, Trainer, Berater und Unternehmerinnen etwas weiter nach vorne zu setzen, weil das manchmal abgeschnitten wird, wenn du in der Suche zum Beispiel erscheinst. Teste das bitte mal für dich einfach, wie das am besten angezeigt wird, womit du die meisten Erfolge hast. Mein Tipp ist, bringe hier dein Mission Statement ein. Das kannst du sehr einfach bilden, indem du dich fragst, wem du hilfst, also wer ist deine Zielgruppe. Das sind bei mir die Coaches, Trainer, Berater, Unternehmer, Unternehmerinnen. Und was ist die Lösung, die du anbietest? Wenn du das schaffst, das hier auch noch mit einzubringen, ist das natürlich perfekt. Denn dadurch wissen nicht nur die Leute, die du ansprichst, genau, dass sie auch gemeint sind, sondern sie sehen auch gleich, was du für sie ermöglichst. Bringe hier außerdem die Keywords ein, denn dadurch wirst du auf der Plattform leichter gefunden. Bei mir ist das eben Content Marketing, bei dir kann es Business Coaching sein, WordPress oder in welchem Bereich du auch immer tätig bist. Ich stelle jetzt eine Vanity-URL. Geh dazu einfach auf dein Profil, wie ich es hier schon bin, und klicke oben rechts auf öffentliches Profil und URL bearbeiten. Schon kannst du die gewünschte URL hier oben eingeben. Jetzt kannst du damit beginnen, deine beruflichen Stationen und deinen Ausbildungsweg einzupflegen. Geh dazu einfach auf Profilbereich hinzufügen hier, auf das kleine Dreieck hier und trage dann die entsprechenden Daten hier bei Berufserfahrung und Ausbildung ein, indem du hier einfach auf das kleine Plus klickst. Hier unten kannst du dann noch deine Kenntnisse angeben. Diese können dann später von deinen Kontakten bei LinkedIn sozusagen bestätigt werden, was für weiteren Social Proof sorgen wird.
Du kannst außerdem noch Qualifikationen und Auszeichnungen eintragen. Und hier ist auch Platz für zum Beispiel eine Medienerwähnung deines Business. Wenn du zum Beispiel mal einen Artikel in einer Zeitschrift, einer Zeitung hattest, kannst du den hier platzieren. Oder wenn du ein Image-Video deines Unternehmens hast, dann kannst du das hier auch einfügen. Das ist einfach ein toller Platz, um etwas mehr von dir zu zeigen und von deiner Expertise. Die Berufserfahrung, die wird dann hier unten erscheinen, wie du es bei mir siehst. Du kannst dir eben, wie gesagt, auch Medien hinzufügen, zum Beispiel hier bei mir ein kurzes Image-Video dazu. Und hier unten kommt dann die Ausbildung. Super, damit hast du die ersten wichtigsten Basics deines LinkedIn-Profils bereits eingerichtet. Jetzt wird es Zeit, dass du dein Profil sichtbar machst. Deinen LinkedIn-Account kannst du jetzt im Grunde genau wie deinen anderen Content promoten. Nutze dafür alle Plattformen, die du hast und denk auch an die Möglichkeiten, die gerne mal vergessen werden, zum Beispiel deine E-Mail-Signatur. Auch hier kannst du einfach einen Link zum Beispiel zu deinem LinkedIn-Profil einfügen. Und vergiss bitte nicht, das ist der dritte Tipp, dass LinkedIn auch Social ist. Also es ist auch wirklich ein soziales Netzwerk. Klar, bei LinkedIn, da dominiert der geschäftliche Aspekt. Dennoch, LinkedIn ist auch irgendwie das Facebook fürs Business. Es will heißen, auch auf LinkedIn ist der persönliche Aspekt extrem wichtig. Deshalb kannst du auch hier etwas von dir preisgeben und dich zeigen. Nimm deine Follower und deine Kontakte zum Beispiel einfach mal mit, wenn du auf einer Konferenz bist oder zum Beispiel auf dem Weg zu einem Treffen. Hier siehst du mal als Beispiel ein Foto, das nach einem Workshop von mir, einem Content-Workshop, einem Content-Marketing-Workshop entstanden ist. Und diese Art von Inhalten, die erzielen auch auf LinkedIn wie bei Facebook auch meist die höchsten Interaktionsraten und damit eine erhöhte Reichweite. Du siehst hier 7 Gefällt mir Angaben und ganze 450 Ansichten des Beitrags im Feed. Tipp Nummer 4 ist, erweitere dein Netzwerk. Zunächst empfehle ich dir, deine Kontakte auf dein LinkedIn-Profil aufmerksam zu machen und dann euch untereinander zu vernetzen. Der nächste Schritt für mehr Kontakte auf LinkedIn ist ebenfalls ganz einfach umsetzbar. Über die Suchfunktion hier ganz oben links, da findest du schnell die richtigen Menschen, wenn du dein Keyword dort eingibst. Zum Beispiel als Beispiel Coaching. Jetzt siehst du gleich eine richtig große Liste an Menschen, mit denen kannst du dich vernetzen, denen kannst du auch mit dem Vernetzen auch, das empfehle ich dir, einfach eine nette Nachricht schreiben. Schau mal auf das Profil und schreib dann in der Nachricht, warum du gerne den Kontakt hättest, was du gut findest und ja, warum du einfach Lust auf den Austausch mit dieser Person hast. Das ist persönlicher, kommt besser an und die Erfolgschancen, dass diese Person deine Kontaktanfrage dann annimmt, die sind wesentlich höher. Und nur Mut, wie gesagt, LinkedIn ist auch ein soziales Netzwerk und es lebt vom Austausch der Mitglieder untereinander. Tipp Nummer 5, nutze Videos für eine erhöhte Reichweite. Videos können dir viel Reichweite und Interaktion bescheren. Natürlich immer nur dann, wenn sie relevant für deine Zielgruppe und ansprechend aufgemacht sind. Besonders gut funktionieren sogenannte Talking Heads, bei denen man die Sprecherin, den Sprecher sieht. Wie du es hier in diesem Beispiel siehst, dieses Online-Workshops auf YouTube, den ich hier hochgeladen habe. Hier sieht man eben zumindest mal am Anfang mich. Und das ist immer gut, um eine persönliche Bindung aufzubauen. Das spricht die Leute einfach schneller an und dadurch bekommst du meistens mehr Feedback, mehr Interaktion und dadurch steigt eben auch die Reichweite deines Beitrags. Nächster Tipp, Tipp Nummer 6, lass dich empfehlen. Du hast mal mit jemandem zusammengearbeitet oder du hast Klienten, die dich weiterempfehlen können. Super, dann bitte sie doch einfach mal um ein sogenanntes Endorsement, also eine Empfehlung über LinkedIn, die für Social Proof sorgt. Hier siehst du zum Beispiel 2 Endorsements, die ich bekommen habe. Hier einmal von Claudia Schmidtke ein Feedback zu einem letzten Content Marketing Workshop. Und auch das macht dir die Plattform sehr, sehr einfach, also super einfach, Endorsements zu bekommen. Das schauen wir uns jetzt direkt mal zusammen an. Klicke einfach wieder hier auf Profilbereich hinzufügen, scrollst du ein bisschen herunter. Dann ganz hier unten auf um eine Empfehlung bitten. Wenn du jetzt hier klickst, dann kannst du denjenigen, diejenige aussuchen, von dem du gerne ein Feedback, ein sogenanntes Endorsement hättest. Tipp Nummer 7, teile regelmäßig Beiträge und Updates. Auf LinkedIn kannst du wunderbar zum Beispiel deine Blogartikel teilen, deine Videos teilen. Diese Funktion ist wirklich gut und intuitiv gelöst. Um das zu machen, gehst du einfach hier oben auf die Startseite, gehst hier auf Artikel, Foto, Video oder Beitrag teilen, klickst drauf. Siehst du, kannst du sofort beginnen zu schreiben mit einem Ad vor einem Namen, kannst du jemanden ganz einfach verlinken.
Hier unten mit einem Klick auf das Foto kannst du ein Foto hinzufügen, hier ein Video hinzufügen. Wenn du einen YouTube-Link hier teilst, dann ist auch ganz cool gelöst, weil dann kriegst du gleich eine Vorschau angezeigt, die dann natürlich auch in einem Feed so erscheint. Ich mache das natürlich auch. Wir schauen mal kurz auf meine Updates, auf meine Beiträge. Hier diesen Artikel habe ich vor kurzem, vor 3 Stunden erst gepostet und LinkedIn braucht immer eine kleine Weile, bis es den Beitrag in dem Feed dann ausrollt. Da siehst du hier zum Beispiel wieder ein Video, hier einen Blogbeitrag, ein Quote, das dann zu einem Blogbeitrag führt. Hier unten zum Beispiel habe ich einen meiner Blogbeiträge geteilt zum Thema DSGVO. Ja, und wie du siehst, da bekomme ich immer so etwas über 200 Ansichten. Das ist tatsächlich super Tool. Dadurch erreichst du eben vollkommen auf organischen Wege eine viel, viel höhere Reichweite, als du es zum Beispiel bei Facebook bekommen würdest. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, als Fazit, wer nicht auf LinkedIn aktiv ist, der verschenkt ganz einfach Potenzial. Denn die Plattform, die ist wirklich durchdacht aufgebaut, die lässt sich intuitiv bedienen, die eignet sich hervorragend zur Vernetzung und natürlich auch, um dich und dein Business dort zu präsentieren, neue Partner und Kunden auf dich aufmerksam zu machen und deine Marke aufzubauen. Durch die höhere Reichweite im Vergleich zu Facebook und Co. erreichst du deutlich mehr Menschen mit deiner Message, mit deinen Angeboten und mit deinen Dienstleistungen. Das sind alles gute Gründe, finde ich, um die Plattform ins eigene Marketingkonzept einzubauen. Im Zusammenspiel mit Tools für die Social Media Automatisierung, damit bespielst du die Plattform wirklich fast wie von allein und du gewinnst ohne großen Aufwand einen weiteren starken Marketingkanal dazu. Ich verlinke dir hier unter diesem Video einen Link zu einem Blogartikel, wo ich dir zeige, wie du ganz einfach und schnell eine solche Social Media Automatisierung einstellen kannst. Insgesamt muss ich sagen, die Funktionen und Möglichkeiten bei LinkedIn sind wirklich innovativ und spannend. Und es gibt da noch so viel weitere Dinge, wie zum Beispiel die Gruppen für mehr Interaktion und Reichweite, Showcase-Pages für Unternehmer, Sponsored Content und vieles, vieles mehr, mit dem du deinen Marketing-Mix aufwerten kannst. Ich habe mich die letzten Monate intensiv mit dieser Plattform, mit den Möglichkeiten, die LinkedIn dir bietet, beschäftigt. Und diese Erfahrung, die möchte ich dir gerne in einem Online-Kurs weitergeben. Der wird bald starten unter diesem Video. Da verlinke ich dir einen Link zur Warteliste, wo du dich gerne dafür eintragen kannst. Denn dadurch bekommst du den Kurs als Erste exklusiv und zwar für nur 9,99 Euro. Okay, das waren meine 7 Tipps fürs Marketing mit LinkedIn. Ich hoffe, ich konnte dich für die Plattform begeistern. Konnte dir Wege aufzeigen, wie du sie optimal für dich, für dein Marketing nutzen kannst. Ich wünsche dir dabei viel Freude und Erfolg. Lass uns in den Kommentaren wissen, wie es bei dir läuft. Und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir sehr gern ein Abo und den Daumen hoch. Das würde mich extrem freuen. Dann weiß ich, welche Videos dich am meisten interessieren und kann mehr davon machen in der Zukunft.